Ihr wolltet mich überraschen mit dem ganzen Piraten-Abenteuer-Ding. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee, ganz ehrlich. Ich meine, die ist lustig, echt lustig. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß. Scheiße, er dreht durch, Alter. Ich will viel ausgeben, aber das. Man kriegt diese Typen, die nicht gerade die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt, dann bin ich dabei. Ich meine, diese Typen sind verdammt irre. Die jagen uns durch ein Schiff. Oh, oh, oh. Aber von außen. Okay. Hilft uns das? Wasseraufbereitungsanlage mit Feldnotizen von Warrant Officer Knight. Na, nicht wirklich, oder? Die Maus hier mal ein bisschen weg. Ja, hilft nicht. Also. Ist das der Frachtraum? Scheint so. Vehicles, Barracks. Ja, schwierig zu sagen, ne? Aber schön, unheimliche Musik. Oh nein. Oh, Scheiße. Du hast gesehen, was das war? Mhm. Nein. Wohl gesehen. Oh je, okay. Echt? Ja? Ist es das? Niemals. Unmöglich, das kann nicht sein. Okay. Fass das nicht an, das Zeug. Oh. So, komm, halt. Das muss auf jeden Fall irgendwie. Du musst cool bleiben, Mann, Alter. Du darfst jetzt hier nicht abdrehen. Du darfst hier nicht weiter irgendeinen gruseligen Shit ankicken. So wie. Diese Notiz. Okay. Blattanweisung, Blatt von Captain. Was? Ja. Nun und Herren, Mission. Money Reward. Voller Stop. Anker werfen. Um 0.128 erhielt ich die Nachricht. Money Reward. Informieren Sie alle Einheiten unter Ihrem Befehl und bereiten Sie eine Such- und Bergungsmission vor. William P. Ford. Achso, warte mal, die Rückseite, entschuldigt, bitte. Also, sie sind wirklich irgendwie, wenn hier eine Aktion durchgeführt wird, eine Taste losgelassen wird, dann folgt erstmal 2 Sekunden. Kein Unfall, ich habe ihn springen sehen. Na, ist ja toll. Folgt erstmal eine ewig lange Sequenz, die du nicht abbrechen kannst. Wie zum Beispiel das Ablegen einer Notiz. So, hier vorne haben wir noch eine Lampe, oder? Noch eine Notiz? Bestimmt noch eine Notiz, guck mal da. Ein internes Memorandum. So, internes Memo. 14. Armee-Division an alle Offiziere. Captain Ford hat den Befehl ausgegeben, dass der Konsum von Alkohol während dieser Reise streng verboten ist. Jeden Offizier, der im oder außer Dienst Alkohol trinkt, erwartet das Kriegsgericht. Eure Alkoholrationen werden nachträglich ausgegeben. William P. Ford. Der Krieg ist vorbei. It's Bullshit! Schön, dass er das aber noch so mit. Das ist scheiße. übersetzt haben. Okay, dann gehen wir mal hier wieder raus. So. Spielchen, Mann. Es treibt Spielchen. Ich muss die anderen finden. Was immer es ist. Es treibt Spielchen mit mir. Okay. Krass. Spielchen. Ja, ich sehe schwarz für Conny. Oh, okay. Okay. Auf der Rückseite irgendwas? Oh. Oh. Klar.
Like a candle in the wind. So, soll ich sie jetzt nochmal aufheben, oder was? Diesen unheimlichen Kerzenständer? Kein Problem, das kann ich nochmal tun. Wo ist die Kerze? Nicht mal warm? Ja, weil keine Kerze mehr drauf. Was? Soll denn auch warm sein? Schöner Humpen auf dem Tisch. Hier hinten haben wir noch. Oh je, ein Schrank. Eine Flasche. Oh, guck mal. Hat sich aber nicht so wirklich jeder daran gehalten, wa? Leere Rumpflasche. Mit Lass Worten Taten folgen hat er es wohl nicht so. Der ist jetzt gerade ein bisschen beschwert, dass sie leer ist. Ich meine, jetzt... Oh Gott, man überlege mal noch... Ist da auf diesem Schiff? Captain? Also da kann man noch bloß irgendwie durchdrehen irgendwann. Oh, Toilette. Ja, ich muss nachsehen, was hinter der Tür ist, oder? Ja, musst du. Nee. Absolut. Also, muss er nicht? Na, sondern? Ja. Doch, ich muss. Oh Gott, der ist ja völlig am Ende. Sollen wir? Ja, wir müssen ja. Wir haben ja nichts. Keine Wahl. Tja, so ein Mist. Es ist kräftig. Das verdammte Ding aufbrechen. Ja, okay. Womit? Ich hab jetzt erstmal gerade so, der Kerzenständer wird's jetzt nicht werden, irgendwie. Mann, hier durch die Tür, Conny. Aber es war das Einzige, womit wir doch noch so interagieren konnten, oder? Ja, ja. Gibt's noch was anderes? Mal gerade. Ja, wir können's aber noch nehmen, aber die Frage ist, ob er jetzt wirklich als solches aufnimmt. Hat immerhin etwas Gewicht. Okay, er tut's. Okay, alles klar. Ha! Gut genug für die Tür. Du hörst das Button, hier, Meschi, hier von mir, ja? Ich. What? Hallo, ist das das richtige Zimmer? War klar. What? Oh, nee. Mäuschen, nee, lass mal gut sein, Alter. Heute nicht. Nur kuscheln heute. Jetzt? Oh.
Oh, Alter, die ist aber flink, Alter. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. So, ja, ich tut mir leid, ich glaube, alle werden jetzt sterben. Ich war mir leid vor, alle werden sterben. Da hinten schon wieder. Hast du gesehen? Nee. The Man in a Suit. Und? Das ist deine, Julia. Renn. Schön, schön, er ist der Sportler. Hürdenlauf ist nicht sein Ding. Ja, wahrscheinlich. Oh nein, 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 nein. Nicht gut. Achso, ich wollte gerade sagen, wo ist denn jetzt Fliss hin? Also mir ist aber jetzt hier nicht wohl. Sind wir hier sicher? Ja, hier finden klar. Sie uns nicht. Ja. Genau. Hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Jetzt sind zwei tot. Dabei lief es so gut. Wieso ist denn Brad tot? Und hat jemand Brad gesehen? Und was ist mit Conrad? Er oder er sie wären besser weniger? Sorglos. Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Tja, und? Was sagst du? Ja, mir ist es Wurst. Dir ist es Wurst. Okay, na gut, dann gib mir Hilfe. Nun dann, wie sag ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund. Nicht übernatürlich. Aha. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges? Dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das ist.
Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald.